Der kranke Geist war nie besser aufgehoben als heute. Die Geschichte zeigt, dass die Methoden der vergangenen Jahrzehnte grausam waren und in Sachen Folter nichts nachstand. Das Entfernen von Organteilen und Zähnen sowie Elektroschocks und Lobotomie waren üblich und wurden ohne Narkose ausgeführt. Wir sind wieder an einem Ort mit viel Geschichte und einem grausamen Hintergrund. Auch dieses Mal nehmen wir euch wieder mit. Ist hier jemand, der mit uns sprechen möchte? Da war ein Mann. Ja. Wer bist du denn? Nein. Das Portal ist wie viele Geräte umstritten. Wenn es aber Namen ausspuckt, die im Kontext zu dem Ort stehen, dann ist es schon faszinierend. Laut unseren Recherchen gab es in den 20er Jahren einen vor Ort praktizierenden Arzt namens Karl, der dann nach dem Zweiten Weltkrieg verstarb. Jedoch hieß der Anstaltsleiter in den 40er Jahren nach dem Krieg auch Karl. Können wir uns vielleicht noch mal vorstellen? Ja. So, ja. Okay, ich bin Nadine. Ich bin die Steffi. Ich bin Linda. Und ich bin Kerstin. Wie heißt ihr denn? Bist du hier gestorben? Papa. Oder hast du hier gearbeitet? Nein, nicht hier gearbeitet? Was hält dich an diesem Ort? Was hält dich an diesem Ort? Was hält dich an diesem Ort? Kennst du Kerstin und mich vielleicht vom letzten Mal? Nein? Das war ein klares Nein. Ein sehr klares Nein. Hört ihr das Portal gut? Oder sollen wir es noch ein bisschen lauter machen? Eine Reise? Also die hat hier jemand gearbeitet. Ja. Wir sollen leise sein. Warum sollt ihr leise sein? Dürft ihr nicht reden? Also, nochmal. Darfst du nicht mit uns reden? Kannst du dich mal zu Steffi stellen, dann kriegt euch besser mit. Erzähl uns doch was über dich. Ich habe hier ein Gerät in der Hand, das kannst du ausschneiden lassen, wenn du es berührst oder wenn du näher kommst. Wie bitte? Ich hatte sich alles für eine Flasche auf. Hier ist sowas hier so. Das war das Geräusch, was ich auf dem Parkplatz gehört hatte. Ja. Wo wir das letzte Mal waren. Wie lange bist du denn schon hier? Welches Jahr ist jetzt bei euch?
Gibt es überhaupt ein Ja bei euch? Wisst ihr, welches Jahr wir hier haben? Wie lange hast du hier gearbeitet? In welcher Epoche bist du? Sich mal zu überlegen. Frag doch mal, wir haben gar nicht richtig hingehört. Welche Epoche bist du? Hallo. Kannst du noch mal Lindas Name sagen? Am Anfang war mal klar. Sag noch mal meinen Namen. Wer bin ich? Kannst du überhaupt mal einen Namen von uns hier erwähnen? Nee. Vielleicht sollten wir noch sagen, wir haben nicht nur das Portal, wir haben auch noch Mikrofone. Wir haben Mikrofone an den Kameras, da kannst du reinsprechen. Wir haben Mikrofone an unseren Jacken bzw. Pullover zu hängen. Und wenn ihr da reinsprecht, dann können wir das hören, zwar nicht jetzt, aber später bei der Auswertung. Also darauf können wir dann quasi, also nicht quasi, sondern darauf können wir jetzt nicht reagieren, aber wir würden es dann später hören, wenn ihr uns da was rein oder rauf spricht. Falls du dich nicht zu uns in den Raum traust, liegt draußen vor der Tür ein kleines silbernes Gerät. Ja. Da kannst du reinsprechen und das wollen wir dann hören, was du uns da reinlegst, wenn du dich nicht zu uns traust. Was? Ja, wir können Doch. War das schon wieder Kerstin? Ich habe jetzt nicht hingehört. Wie viele seid ihr denn? Könnt ihr uns sehen? Da draußen war was. Sind wir alleine? Kommt einer mit? Ich bleib, Steffi, bleib du hier stehen. Okay. Ich hab gerne eine Fußbacke mit. Warte. Einmal kurz. Ich mach mal kurz Pause. Die Stimmung war bis hierhin eher locker. Umso später der Abend wurde, je mehr hatten wir das Gefühl, dass wir nicht allein sind. Wir sollten mit unserer Vermutung nicht falsch liegen. Steffi, Steffi. Hallo? Ja. Ja. Ist er? Ich hab mich, Steffi. Ja, warte, komm. Hallo. Wir sind allein. Können wir mal gucken, wo die... Ist hier der Eingang? Ja. Wir sind. Ja, wir laufen hier wieder lang. Ja, ist aber keine. Jetzt keine.
frei. Darf ich mal rein? Hat die noch nicht laufen? Hast du mal dran, oder? Ja. Ich mach mal den Lampen an und stelle ihn hier so rein, ja? Ja. Was du gerade da draußen? Darf ich mal dran? Nee, es geht auch nicht CDP. Achso. Warst du gerade da draußen und hast ein Geräusch gemacht? Du brauchst keine Angst haben, wir tun dir nichts. Wir wollen nur ein paar Fragen beantwortet haben. Draußen vor der Tür steht jetzt ein Gerät, wenn du das anfasst, würde es ein Geräusch machen. Ich zeige euch das dann mal. Dann könntest du uns zeigen, dass du da bist. Kann dir zeigen, wie das funktioniert, dass du einfach angehst. Genau, hier ist eine Antenne. Dann gehst du einfach ran, du musst sie noch nicht mal berühren. Und dann pfeift es. Und wir hören dann, dass du da bist. Wir würden uns sehr freuen, wenn du dich irgendwo bemerkbar machen könntest, damit wir wissen, dass du da bist. Du kannst auch klopfen. Du kannst auch im Gang lang laufen, im Flur. Ich habe Käse verstanden. Kennst du Kerstin? Kennst du Steffi? Kennst du Nadine? Kennst du mich? Da war schon wieder was draußen. Wir müssen noch mal gucken jetzt. Also ich habe gerade ein Knallen gehört. Es war irgendwo eine Tür. Ja. So, jetzt. Ich kann doppelt kommen. Das war ich. Solange ich jetzt hier nochmal sehe. Ich weiß aber nicht, von wo es kam. Hallo? Ich verschrecke. Komm dir mit? Ja, wir laufen hier lang. Siehst du was? Hier ist keiner. Aber ich habe gerade was gehört. Ja, aber es kam auch von ein bisschen weiter weg. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir uns auch noch rufen. Ja. Hier sind's. Ja. Guck mal, dann kannst du ja erstmal den Raum zeigen, wenn wir schon mal da sind. Ja. Guck mal. Seht ihr da hinten? Wie geht das? Wir sind hier, alles gut. So, also da ist keiner. Wir sind auf dem Fenster der Arbeit.
Was macht Kerstin? Soll ich mir was? Wirklich? Ja, ich habe die Aufnahme nur. Das war ja das, das hat ja vorher auch gepiept, bevor ich dieses Geräusch gehört habe. Deshalb habe ich gesagt, sei mal ruhig. Hier unten liegt das EMF. Das riecht hier total nach Alkohol gerade. Ja. Riechst du das? Als wenn hier einer mit einer Fahne drüber steht. Mit einer Alkoholfahne. Das riecht mal wunderbar aus, wenn du dein Blatt. Was möchtest du? Nein. Es? So? Warum? Ich brauche das. Ja. Wenn du. Nee, das ist. Ich dachte kurz mal ohne. Einfach mal ein bisschen ruhig. Wenn das EVP-Gerät in einem anderen Raum liegt, bekommt man verständlicherweise nicht mit, was es aufnimmt. In diesem Fall haben wir viel gehört, aber nur wenig aufnehmen können. Einige Sachen konnten wir jedoch festhalten. Zu der Frage, ob wir alleine waren oder nicht, ist es so, dass wenn andere Leute vor Ort gewesen wären, hätten wir das dank dem EVP im Flur gehört. Kannst du nochmal da draußen Geräusch machen? Diesmal ein bisschen lauter, dass wir alles hören? Wenn du über uns bist, dann kannst du auch einmal laut stampfen. Hast du gestampft? Ich höre was. Ich habe auch gehört. Kannst du auch einmal laut stampfen. Hast du gestampft? Ich höre was. Ich habe auch gehört. Kannst du auch einmal laut stampfen. Ich höre was. Als wenn jemand auf die Dinger richtig abfangen. Das ist dieses. Ich höre es mit mir nicht, aber gut. Aber das war ja zum Beispiel. Das ist unser Ziel. Mach das nochmal. Mach noch mal einmal ein Geräusch da draußen, bitte. Möchtest du, dass wir gehen?
Ich habe die ganze Zeit was los. Ja. Also ob es so knacken ist oder sonst was. Ich weiß aber auch, ich habe jetzt auch die ganze Zeit draußen. Ich habe immer das Gefühl, es kommt von hier raus, da. Hast du Angst vor uns? Stören wir dich? Okay. Nee, da vorne ist klar, brauchst du nicht. Ich bin auch unbedingt mit der Zeit. Das Lübers, der muss, der kommt ja. Das Lübers habe ich auch gerade gemacht. Und das war das EMF. Ich habe nichts Elektronisches in der Tasche. Kannst du das Gerät nochmal ausschlagen lassen, bitte? Ich weiß nicht, was ist denn so? Genau, das hast du wohl nicht gesagt. Ja. Okay. Also ich würde sagen, wenn, dann ist es immer nur ein Schritt. Ja. Also ich weiß nicht, was man machen möchte. Komm mal her. Wir tun dir nichts. Wir wollen nichts Böses. Wir wollen nur mit dir reden. Wissen, warum du noch hier bist. Ich habe ein ganz beschissenes Gefühl. Das heißt? Kann ich dir das sagen? Ich habe auch das Gefühl, mein Puls geht gerade hoch und nichts. Guck doch mal auf deine Uhr. Oh, was ist los, Linda? Für meine Uhr bin ich tot. Ja. Ich habe ganz beschissenes Gefühl. Dann kommt von der Tür weg. Hast du Linda gerade Angst? Bist du bei ihr? Was war das? Das war diesmal richtig. Das war eigentlich nur eine Herde. Sophie. Hast du gerade das Geräusch gemacht? Aber Motorrad von draußen muss nicht nehmen. Gut, okay. Nee, Motorrad würde ich sagen, das hätten wir gehört. Das hätte man noch länger gehört. Wenn du das warst, dann lass doch mal das EMF auf den Boden ausschlagen. Ich gehe auch ein Stück weg, falls du dich nicht traust, daran zu gehen. Gefällt dir nicht, dass wir hier sind? Das EVP, was im Flur lag, hat etwas Merkwürdiges eingefangen. Es hört sich an, als wenn etwas leicht dagegen schlägt. Stören wir dich?
Regnet, oder? Das ist der Wind. Ich würde sagen, das ist Wind. Ja, komm mit den Waffen, also die Kinder sind ja auch stark. Wenn du nicht möchtest, dass wir hier sind, dann mache jetzt ein Geräusch. Ein ganz lautes. Ich hab's auch gehört. Das war ein Klopfen. Wirklich? Ja. Aber nicht laut. Wie nein, es kam von da. Keine Ahnung. Aber es war ein Klopfen, definitiv. Klopf nochmal. Sollen wir woanders hinkommen? Sind wir vielleicht hier falsch? Mhm, da kam Flüstern. Wollen wir die Education kosten? Das können wir nicht kurz ändern, ne? Nee. Ist das auch so ein Weg? Nee, da kam Flüstern von da draußen. Ich weiß nicht, ob wir hier im Raum falsch sind. Vielleicht mit auch in den ersten Stock? Nee, ich weiß nicht warum, aber ich will diesen Geklingel. Mhm. Das habe ich. Ja, das habe ich, das darf ich nicht. Nachdem wir den Raum gewechselt hatten, ja, haben wir schon gemerkt, wir sind hier richtig. Ja, das Gefühl spitzte sich immer mehr zu und naja, seht selbst. So, wir haben jetzt den Raum gewechselt. Sind wir hier richtig? Alter Schwede. Ist Wasser. Das sind Wassertropfen. Die Schritte, das waren Schritte. Das waren keine Schritte, das waren Wassertropfen. Ich will mal nur in der Taschenlampe haben, um dahin zu leuchten. Wo ist denn die? Genau. Ich nehme mal die Taschenlampe. Weiter. Danke. Warst du das gerade? Das bin ich gerade, Entschuldigung. Okay. Ich habe das Gefühl, ich höre Stimmen. Ja. Ich höre sie nicht. Nee. Aber ich habe es gut getroffen. Ich werde immer lauter. Da sind welche draußen. Da, ja. Gehen wir gucken. Da draußen oder da draußen? Da draußen, da sind doch Menschen. Einfach mal stehen bleiben, bitte. Das war ich. Oh, mein Gott. Ja, das Geräusch hat jetzt ja wohl schon gleich mit der Flamme. So, ist hier jemand?
Hallo? Steffi. Warum hören wir dieses Knacken jetzt hier noch krasser und öfter als im Raum? Wieso weit sind wir jetzt auch nicht weg? Was war das? Das war ich. Du bist nervös. Das ist echt gut. Das geht nicht. Ich glaube, das ist wirklich ein Tropfen. Das sind Wassertropfen. Das, was ich jetzt die ganze Zeit höre. Die Luftfeuchtigkeit ist hier so, hier ist alles nass. Ja. Aber es tropft auch hier. Aber es tropft auch von draußen extrem. Aber hier drin auch. Deswegen hatte sie auch 3 Tropfen auf ihrem Rücken. Genau. Wenn jetzt das Gitter zuschlägt. Oh ja. Was? Wenn das Gitter jetzt zuschlägt. Das Gitter zuschlägt, dann mache ich Kacki. Was? Dann mache ich Kacki. Ich mache Kacki. Wir haben uns alle spontan geklebt. Warst du hier drin früher gefangen? Hört ihr die Fliege auf? Das war ich. Oh, ja. Die Fliege? Ja, ich höre die auf. Wie viel hast du Fliege? Mal ruhig. Und das erste Geräusch konnte ich gar nicht hören, das ist aus meinem Hals. Ach, ich muss mal machen. Da ist es. Oh, das war jetzt aber groß aus dem Schatten. Alter, ich krieg nicht den Kopf. Ich hab das Gefühl, wir sind fertig. Wollen wir noch mal gucken? Hallo, wer ist denn da? Ich bin jetzt wir müssen auf das Knacken, müssen wir jetzt hinkommen, das sind Tropfen. Ja, das sind doch Tropfen. Ja. Das hört man hier richtig deutlich. Aber die stimmen? Die sind kein Tropfen. Nee, die kann ich nicht deuten, aber die Dachtrossen sind, da ist keiner. Ja, wir waren doch schon, wir waren doch jetzt schon dreimal gucken draußen. Wir würden irgendwann ja mal Schritte haben. Hm. Auch die Stimme blieb immer im gleichen Lautstärkenpegel. Ja, ich hab's auch nicht weiter weg. Wie so ein Trommel, ne? Hm? Ja. Ja, wie so ein Trommel, ja. Und ich würde wieder sagen, männlich. Oder? Ja. Das wird immer mehr. Das ist auch geflüstert. Boah, Alter, ich muss ja auch gleich von der Tür, ne? Ich hab das Gefühl, da draußen hat sich auch jemand. Das hat mir geflüstert. Und so haucht. Oh, voll Gefühl. Richtig Darf ich mal einsteigen? Bitte. Bitte? Bitte. Ich steig doch schon mal mit. Also Bock habe ich zwar nicht, aber ich habe es überhaupt gesagt. Und was mich jetzt halt nervt, ist, dass es halt die Luftfeuchtigkeit immer mehr wird und Tropfen überall runterfallen. Und dass das Atmen hier jetzt auch nicht wirklich mehr so viel Spaß macht. Bist du hier im Flur? Ist da jemand? Hallo?
du meinst, eine Kratze, da ist doch jemand. Widerlich, richtig widerliches Gefühl. Ja, ich muss dir sagen, aber hier drinnen, das Gefühl ist nicht besser als da drüben. Nee, ich find's hier schlimmer. Ich find's hier schlimmer. Ja. Ich find's ja auch schlimmer. Kann der Raum machen, dass er enger ist? Mm-mm. Der Raum ist es nicht, es ist einfach. Ich hab das Gefühl, da läuft einer, das würden wir hören. Also ich höre Stimmen, ich höre Stimmen und das ist... Ist das noch eine Liste? Wahrscheinlich so, aber ich habe echt das Gefühl, es ist auch so ein Unterschied. Manchmal hört es sich an wie ein Tropfen, manchmal hört es sich an, aber als würde jemand. Steffi, magst du dich mal hier hinstellen? Nö. Also erstmal tut mir gerade auch. Ganz ehrlich, kalt. Ganz ehrlich, nur. Da steht jemand zu kommen, weil ich jetzt nicht. Möchtest du uns ärgern? Was war das? Ich will hier raus. Okay, das war jetzt gerade ganz mies. Also ganz ehrlich, ich will hier Hallo, raus. Hallo, ist da jemand? Das Gefühl, ich habe keine Antwort gehört. Ich habe eine leise Stiefel von Kinderma in der Brunnen. Aber nee, nicht glaube ich. Ich will hier raus. Ich fühle mich so unwohl. Ich möchte einfach nur raus. Traut sich einer mit mir gucken zu gehen? Wir gehen alle gucken. Sind Hilfe an der Hand? Bitte Pfefferspray. Hallo. Nein, ich bin hinter dir. Wir laufen überall zusammen. Mir geht's richtig, Frau Mills. Hallo, ist hier jemand? Hier laufen wir. Hallo, ist jemand? Jetzt ist wieder Ruhe. Verarscht uns hier jemand? Oder? Es ist wie beim letzten Mal. In einer Location. Ich glaube, ich habe da gerade einen Schatten gesehen. Echt so? Ich hoffe, Kappe drauf. Ja. Da, wo du gerade hinleuchtest, an dieser Fliesenwand. So, ich. Ja. Da war mir so, als wenn ich gerade einen Schatten gesehen habe. Ich kann mich aber auch irren. Okay. Zurück oder was? Ich weiß nicht, was wir jetzt machen. Also ich bin total am Zittern gerade. Nach der Untersuchung mussten wir uns erst einmal beruhigen. Es war sehr aufwühlend und das, was wir dort erlebt hatten, werden wir so schnell nicht vergessen. Dennoch wird dieser Ort uns sehr bald wiedersehen.